Für die Betreiber von Windkraftanlagen hat das Grauen einen Namen: Flaute. Denn dann stehen die teuren Räder still und kein einziger Cent wird verdient. Eine Situation, mit der man sich in der Uckermark nicht abfinden will. Heute wurde in Prenzlau deshalb mit viel Prominenz der Grundstein für ein weltweit einzigartiges Hybridkraftwerk gelegt. Schon bald wird Windenergie nicht mehr nur vom Wind abhängig sein. Die Schattenseite der Windenergie. Strom fließt nur, wenn der Wind weht. Klingt unausweichlich, ist es aber nicht. Denn Wasserstoff könnte bald Windenergie speichern. Zur Grundsteinlegung eines solchen Projekts reiste extra Kanzlerin Angela Merkel nach Prenzlau. Als studierte Physikerin kennt sie den Wasserstoff in der blauen Kartusche und die Theorie, die dem 21 Millionen Euro teuren Kraftwerk zum Einsatz kommen soll. Denn mit überschüssiger Windenergie kann man mittels Elektrolyse den explosiven Wasserstoff erzeugen und bei Flaute wieder Strom herstellen oder auch Fahrzeuge antreiben, zusammen mit Biogasanlagen im Mix. Ich bin heute eben sehr gerne hier, weil es ein qualitativer Sprung ist, weil es ein Kraftwerk ist eines Typs, den wir so bis jetzt nicht kennen, weil von diesem Pilotkraftwerk viele etwas lernen werden und weil es uns die Weiterentwicklung in die verschiedenen Bereiche von Wärme über Antrieb zu Strom ermöglicht und weil das aus meiner Sicht eine Lösung für die Zukunft ist. Die deutsche Energiebranche aufzumischen, das macht die Ingenieure stolz. Wenn wir sehen, wo heute alles kommt, aus der Politik, aber auch aus der großen Industrie, und dass diese Leute alle in die Norduckermark kommen, das halten wir schon für ein Symbol und ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die große Industrie, die auf Treibstoff aus Wind hofft, das sind Autohersteller und Mineralölkonzerne. Wir sind Energielieferanten, möchten das auch in 20 Jahren sein. Und alternative Kraftstoff werden auch notwendig wegen dem steigenden Energiebedarf. Und wir werden diesen Energien nicht nur mit Mineralölprodukten bedienen können. Das Auto könnte also den Windenergiebedarf extrem antreiben. Gegner einer Verspargelung der Uckermark protestierten heute nicht, sollten aber doch beruhigt werden. Vom Ortsrand soll der Abstand zur ersten Windkraftanlage nicht 500 Meter, so war es über Jahre, die Orientierung, sondern mindestens 1 Kilometer sein. Und damit gehen wir ja auf durchaus berechtigte Belästigungsgefühle oder Einschränkungsgefühle auch ein. Bei der Windenergie hat auch die Kanzlerin wenig Sinn für die Spannungen in der Region. Es geht ihr ums große Ganze. Aber auf der anderen Seite müssen die klassischen Industriestandorte Deutschlands auch versorgt werden. Und insofern ist die Anbindung an vernünftige Leitungskapazitäten natürlich eine Schlüsselfrage. Das künftige Hybridkraftwerk liefert ab 2010 kaum mehr Energie als 3 Windräder leisten. Das reicht also nicht, um, wie erhofft, die Berliner Busflotte mit märkischem Wind anzutreiben. Ja, und unterdessen haben Windkraftgegner im Land 22.000 Unterschriften gesammelt. Sollten sie gültig sein, wäre die Volksinitiative erfolgreich.